Wir sehen uns dann am Montag wieder, Signore Meoni. Dann wechseln wir den Verband und ich schaue mir die Wunde nochmal an. Und bis dahin keine Säge anfassen. Versprochen. Certo, Dottoressa. Ich weiß, der Auftrag muss fertig werden, aber das geht nun mal nicht jetzt. Bringen Sie Ihrem Kunden eine Flasche Wein vorbei. Dann vergisst er alle Termine. Grazie, Dottoressa. Tja, das war's für diese Woche, Giulietta. Jetzt noch aufräumen und dann ab ans Meer. Anja freut sich schon wahnsinnig darauf. Alma, wozu brauchst du so viele Koffer, wenn wir 2 Tage ans Meer fahren? Wir haben kaum Platz. Wir werden doch nicht nur am Strand liegen. Hm? Wir werden essen gehen, lange Spaziergänge machen. Vielleicht eine Bootsfahrt. Hast du eigentlich gesehen, wie schick diese Italienerinnen immer sind? Sag mal, hast du abgeschlossen? Ich glaube schon. Ich gehe nochmal nachsehen. Ach komm, bitte, Liebes, steig ein und lass uns fahren. Gibt's hier denn keine Einbrecher, Tante Alma? Natürlich gibt's hier auch Einbrecher. Aber bis jetzt habe ich Glück gehabt und ich bin überzeugt, es wird so bleiben. Anja gefällt mir gar nicht. Sie war heute Morgen furchtbar blass. Wenn sie schläft, ist alles gut. Du solltest sie nicht so spüren lassen, dass du dir so große Sorgen um sie machst. Das ist leicht gesagt. Ich denke an nichts anderes. Mama, mir ist schlecht. Ich halte gleich an, meine Süße, ja? Hätten wir doch lieber zu Hause bleiben sollen. Nein. Die Meerluft und die Abwechslung werden ihr gut tun. Es ist jetzt 4 Wochen her, dass ich mit Volkers Eltern gesprochen habe. Sie wissen, was mit Anja ist. Und sie haben mir versprochen, ihm zu sagen, dass er mich anrufen soll. Aber es ist nichts. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Wahrscheinlich wird er viel zu tun haben. Mir ist es egal, wie viel er zu tun hat. 5 Minuten, die wird er doch haben, um mich anzurufen. Hast du schon mal bereut, in die Toskana gezogen zu sein? Na, sag ehrlich. Nein, nie. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und Anja könnte ich kein schöneres Leben bieten. Und die Praxis läuft doch gut. Wenn es Anja nur endlich besser gehen würde. Leukämie hat bei Kindern eine große Heilungsmöglichkeit. Das muss ich dir doch nicht erzählen. Ja, aber wir brauchen einen Knochenmarkspender. Das Warten macht mich wahnsinnig. Man ist so hilflos. Wenn sich Volker meldet, sieht alles wieder ganz anders aus. Dann hat Anja sicher eine Chance. Wenn er als Spender in Frage kommt. Aber das ist nicht sicher. Halt es! Da kommt das Boot von meinem Freund!
Habt ihr einen Erste-Hilfe-Kasten an Bord? Ja, hier. Als ich auftauchte, war direkt ein Boot über mir. Ich habe versucht wegzuschwimmen und plötzlich tat mein Bein furchtbar weh. Hier. Ich habe geschrien und dann habe ich die zwei Typen im Boot gesehen, die einfach abgehauen sind. Gut, viel kann ich im Moment nicht machen. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Das tut jetzt im Moment weh. Habt ihr schon mal in Monte Carlo gesehen? Das kann gut sein. Sie sind die neue Dottoressa, stimmt's? Ich hab da noch eine Bitte an Sie. Ja? Mein Vater ist Agostino Guerri, der Bürgermeister von Monte Carlo. Er weiß nichts von Ingo. Bitte sagen Sie ihm nicht, was hier passiert ist. Das reicht, da vorne stehen schon die Taxen. Wir kommen allein zurecht. Danke. Ja, ich wäre froh, wenn ich euch alleine lassen könnte jetzt. Ich glaube, meine Tochter braucht mich. Aber ich verlasse mich darauf, dass ihr so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahrt. Danke. Los, komm. Wir fahren ins Krankenhaus. Bist du verrückt? Du spielst gleich mit deiner Band in Siena. Wenn wir nicht bald losfahren, verpasst du noch deinen Auftritt. So lange sitzen, bis die Sterne kommen. Lass uns ins Hotel fahren, dir wird sonst kalt, ne? Es ist aber wichtig. Warum denn, mein Spatz? Dann wird eine Sternschnuppe und ich kann dir was wünschen. Was würdest du dir denn wünschen? Ich wünsche mir, dass ich nie mehr ins Krankenhaus muss und all das machen kann, was die anderen Kinder auch machen. Ich bin ganz sicher, dass das klappt. Ganz sicher. Wir müssen nur alle drei fest dran glauben. Aufs Neue antun müssen. Schau mal. Von hier aus sieht man sogar den Palazzo Tolomei. Ich kenne den Blick über Siena. Was ist denn los mit dir? Du hast mir versprochen, mit mir einkaufen zu gehen. Ich brauche neue Schuhe. Ja, die bekommst du. Fahren wir eigentlich nicht mal dorthin? Den ganzen Tag am Strand liegen und sich verwöhnen lassen. Aber nein, wir müssen ja nach Monte Carlo fahren. Ich will meine Eltern sehen. Marco, seit 3 Jahren fahren wir zu deinen Eltern in den Urlaub. Das langweilt mich langsam. Ich kenne in dem Nest jeden Stein. Vielleicht fahren wir einmal die Woche nach Siena, um Käse zu kaufen. Aber den Rest der Zeit sitze ich in der Osteria und werde von deiner Mutter mit Pasta gefüttert. Toll, ganz toll. Letztes Jahr war es noch toll. Ja, aber irgendwie ist es dieses Mal anders. Schönes Wochenende. Das müssen wir öfters machen. Oh ja. Ich habe das Gefühl, ich werde 3 Wochen verreist. Da seid ihr ja endlich. Ich sitze schon eine Ewigkeit und bin halb am Verdursten. Das ist eine nette Begrüßung, findest du nicht? Volker. Hallo. Das ist also meine Tochter. Ja, das ist deine Tochter.
ist denn das? Ein Freund. Ein guter Freund von Mami. Und der will dir helfen. Nur noch 30 Kilometer, dann sind wir da. Und heute Abend treffen wir uns sicher wieder mit deinem Freund John. Ja, er freut sich schon. Gehen wir dann auch wieder Pizza essen in dieser Trattoria? Amiata. Ja, der Blick ist einfach toll. Ich hasse diesen Blick und ich hasse diese Pizza. Champagner trinken kannst du in München. Weißt du was, Marco? Ich hab's mir überlegt. Ich komme nicht mit nach Monte Carlo. Ich fahre wieder zurück nach Deutschland. Gut. Meinetwegen. Trennen wir uns hier. Also, nimm du den Wagen und fahr, wohin du willst. Gute Reise. Ist es dir egal, ob ich abfahre? Ja, es ist mir egal. Völlig egal. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ja, das ist alles. Was soll ich denn sonst sagen? Na, zum Beispiel, dass du unglücklich bist oder so. Ich bin nicht unglücklich, Eva. Ich bin auch nicht böse. Du willst dich nach Monte Carlo gut. Also trennen wir uns. Das ist eine ganz klare Sache. Ja, vielleicht tut uns eine kurze Trennung ganz gut. Wahrscheinlich. Soll ich mir dann in München eine Wohnung suchen? Keine schlechte Idee. Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst. Du willst nicht wirklich Schluss machen. Nach all den Jahren. Unsere Beziehung ist doch schon lange vorbei. Nur, wir zwei wollten das nicht sehen. Ciao. Komm gut nach Hause. Marco! Schön habt ihr es hier. Verdammt schön. Ja. Es ist das Haus meiner Tante, nicht meins. Und sie hat ganz schöne Schulden gemacht, um sich den Traum zu erfüllen. Aber du kannst hier wohnen. Ja, ich kann hier wohnen. Volker, ich muss wissen, ob du als Spender für Anja in Frage kommst. Die Untersuchung kann sofort gemacht werden. Es ist eine schnelle und unkomplizierte Sache. Und? Warum sagst du nichts? Ich bitte dich um diesen kleinen Gefallen deiner Tochter zuliebe. Die ich nicht kenne und die mich nicht kennt. Du wolltest damals, dass ich keinen Kontakt zu ihr aufbaue. Als Vater habe ich praktisch nicht existiert. Und jetzt auf einmal ist meine Tochter. Wenn wir keinen Spender finden, wird Anja sterben. Sag mal, was willst du, was soll ich machen? Vor dir auf den Knien rutschen für eine kleine Untersuchung? Ich hatte übrigens nie das Gefühl, dass du Verantwortung übernehmen willst für Anja. Du warst von einem Tag auf den anderen weg. 2 Monate vor der Geburt. Ohne Erklärung, ohne gar nichts. Es war ein richtig feiger Abgang. Aber du kannst ihn ja wieder gut machen. Wenigstens Anja gegenüber. Du wolltest mich damals nicht mal an sie ranlassen. Das war dir doch mehr als recht. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Wir streiten uns wie früher. Ich bin noch hergekommen, um ihr zu helfen. Ich habe nur so einen verfluchten Respekt vor Krankenhäusern. Ich traue mich doch nicht mal dorthin, um jemanden zu besuchen. Es geht aber nicht um deine Empfindlichkeiten, sondern es geht um Anja! Thank you.
ich Ihnen irgendwie helfen? Danke, es geht schon. Danke. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Hm? Ja, gerne, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, klar. Sonst hätte ich Sie nicht gefragt. Ich dachte nur, vielleicht wollen Sie lieber alleine sein. Steigen Sie ein, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Machen Sie Urlaub hier? Nein. Oder doch, ja. Ich besuche meine Eltern. Sie haben hier in Montecchio eine kleine Osteria. Welche denn? La Porta. Ah, da gibt's die guten Spaghetti. Bella Città. Woher wissen Sie das? Das ist auch mein Lieblingsgericht. Und dazu ein gutes Glas Brunello. San Angelo. Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? 2 Minuten. Manchmal reicht das. Mille grazie. Gern geschehen. Bis irgendwann, hoffe ich. Ich würde Sie gerne mal auf ein Glas Wein einladen. Hier sieht man sich. Ciao. Marco! Oh, wie schön! Wie geht's dir, mein Junge? Alles bestens, Mama. Sag mal, wo hast du denn deine Eva? Ach, das erzähle ich dir andermal. Wo ist denn Papa? Papa? Agostino, kannst du nicht aufpassen? Wovon hast du beim Fahren geträumt? Von Inter Mailand oder Lazio Rom? Von Juve, das weißt du doch. Wolltest du auf der Straße eine Suppe kochen? Hör auf, schau dir das an, das schöne Gemüse, fast alles Matsch. Und warum? Wegen dir. Mach einen Sugo draus und lad mich zum Essen ein. Teufel werde ich tun. Na komm, hilf mir. Dann gebe ich nachher einen Grappa aus. Eine großartige Idee. Aber ich habe noch einen Termin bei der neuen Dottoressa. Und übrigens, sie soll sehr hübsch sein. Signor Guerri. Dottoressa Caterina. Buongiorno, signor Guerri. Che bella donna, complimenti. Danke. Wie gefällt es Ihnen in der wunderschönen Toskana? Danke, ich fühle mich sehr wohl hier. Sie haben eine wunderschöne Praxis. Danke. Aber Sie sind doch sicher nicht gekommen, um mir das zu sagen. Was kann ich denn für Sie tun? Na, nichts Ernstes. Der Blutdruck. Ich rege mich sehr schnell auf. Das schauen wir uns gleich an. Sie können die Jacke ausziehen. Da ist ein Unterschied zwischen Diesel und Benzin. Das kann doch nicht sein. Sowas muss besser gekennzeichnet werden. Um den Motor zu reinigen, müssen wir ihn ausbauen. Und wie lange dauert das? Wir müssen erst noch auf ein paar Ersatzteile warten. Schneller als in einer Woche können wir das nicht machen. Aber wie soll ich denn dann nach Hause kommen ohne Auto? Ja, bitte? Nein, morgen. Gegenüber von der Tankstelle gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit. Und morgen geht ein Autoreisebus nach Rom. Mal schauen, was ich mache. Dankeschön. Keine Ursache. Ciao. Diese Tabletten nehmen Sie morgens und abends, jeweils eine nach dem Essen. Und, Herr Bürgermeister... Bitte, nennen Sie mich Agustin. Gut.
Agostino, in den nächsten Wochen kein Tropfen Alkohol. Auch nicht den kleinen Grappa nach dem Essen. Viel Knoblauch und wenig Salz. Aber natürlich. Ich mache alles, was Sie sagen. Ich mache auch alles, was meine Frau sagt und meine Tochter Luisa. Wussten Sie, dass sie in Siena Pharmazie studiert? Sie muss noch eine Klausur schreiben und dann kommt sie. Ein tüchtiges Mädchen. Das freut mich für Sie. Die Frauen bestimmen mein Leben und ich Trottel gehorche. Wo soll das enden? Jacke. Danke. Danke, Volker. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, was die Probe ergibt. Die Ergebnisse kriegen wir schnell. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Dann lass uns doch ein Prosecco trinken gehen, hm? Auf die alten Zeiten. Heute ist nicht so gut. Ich habe Anja versprochen, dass ich mit ihr aufs Stadtfest gehe. Dann komm ich mit. Volker, lass alles so, wie es war. Und was wirst du tun, wenn Volker auch auf das Fest kommt? Ich habe mich schon gefragt, ob er mitkommen kann. Wie ich dich kenne, hast du Nein gesagt. Ja. Wäre es nicht richtig, dass Anja ihren Vater kennenlernt? Ich glaube nicht. Warum hast du solche Angst davor, deiner Tochter ihren Vater vorzustellen? Eines Tages wird sie dich danach fragen. Was wirst du dann antworten? Wir haben damals eine Vereinbarung getroffen, dass die beiden sich nicht kennenlernen. Und du glaubst, es ist besser für das Kind? Bisher war es gut so. Vielleicht solltet ihr doch noch mal drüber reden. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. John. Marco! Schön, dass du wieder da bist. Wie ich sehe, findest du immer noch neue Motive. Du, schau mal, wie findest du das hier? Mein neuestes Werk. Die Osteria deiner Eltern. Ich schenke es einfach deinen Eltern und dann kriege ich zumindest einen Monat lang den Wein umsonst. Kennst du die Frau? Natürlich. Es ist Katharina Berger, unsere neue Ärztin hier im Ort. Moment. Nee, das ist ein Staubfänger mehr. Wieso? Ich wasch doch ab. Sie hatten recht. Hier sieht man sich. Oh. Hallo. Hallo. Vielleicht können wir heute zusammen ein Glas Wein trinken. Das geht nicht. Ich bin mit meiner Tochter hier. Das ist Herr... Lansky. Marco Lansky. Hallo. Ich bin Anja. Hallo. Meinen Eltern gehört die Osteria La Porta. Ah, da gibt es doch diese hervorragenden Spaghetti. Bella Cita. Ah, die sind wirklich benissimo. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das mit dem Wein schaffen wir irgendwann noch. Wiedersehen. 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 Klasse Frau. Vielleicht sollte ich die Treppe runterfallen, um sie kennenzulernen. Ich glaube, wir müssen nach Hause. Anja wird sonst zu viel. Weißt du was? Ich fahre mit Anja zurück und du bleibst hier und trinkst noch einen Schluck Wein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ein bisschen Abwechslung tut dir gut. Na, Anja, kommst du mit? Ja, dann kannst du mir die Geschichte weiter vorlesen. Na klar, komm. Upsi. Tschüss, meine Kleine. Was kostet das Auto? 5 Euro. 5 Euro. Okay. Ciao. Machen Sie schon Weihnachtseinkäufe? Nein, ich habe leider keine Kinder. Ich dachte nur, die beiden Jungs könnten ein bisschen Taschengeld gebrauchen. Gilt das Angebot mit dem Wein eigentlich noch? Ja, klar. Kommen Sie. Ja.
Ich weiß nicht, was ich an Italien mehr liebe. Die Menschen, die Landschaft, das Licht. Ich kann es nicht erklären. Warum verliebt man sich in ein Land? Warum verliebt man sich in einen Menschen? Das ist wie eine Krankheit. Du wachst morgens auf und hast eine Sehnsucht, die wehtut und nicht mehr aufhört. Wie sind Sie in die Toskana gekommen? Ich wollte raus aus dem Krankenhausbetrieb. Das war mir zu unpersönlich. Ich wollte eine eigene Praxis. Irgendwann hat mich meine Tante angerufen, die seit 10 Jahren in Italien lebt. Möglichst weit weg von ihrem Ex-Mann. Und meinte, dass der hiesige Dottore gestorben sei und sich kein Nachfolger finden würde für die Praxis. Und Sie? Wie lange sind Ihre Eltern schon in Italien? Wir sind hierher gekommen, als ich 7 war. Ich bin hier quasi aufgewachsen. Aber zum Studium zurück nach Deutschland und dann irgendwie mit meinem Architekturbüro in München hängen geblieben. Und jetzt haben Sie Heimweh nach Italien. Danke. Eigentlich immer. Ich kann es nie erwarten, zurückzukommen. Das glaube ich gern. Was glauben Sie, wie viel der wiegt? Wenn wir richtig raten, können wir 1 Monat lang Schinken essen, so viel wir wollen. Sieben Kilo. Gut, ich sag 8,55 Kilo. Heute Abend werden wir sehen, wer recht hat. Ich hoffe Sie, weil ich passe sonst in kein Kleid mehr rein. Ich bin Katharina. Das Sie ist irgendwie seltsam in Italien. Marco. Willst du mit mir tanzen? Klingt doch viel schöner, als würden Sie mir diesen Tanz reservieren. Hast du Lust zu tanzen? Lieber nicht. Mir ist nicht so nach Tanzen zumute. Anja macht auf alle einen ganz fröhlichen, normalen Eindruck. Aber die Schwächeperioden kommen immer öfter. Und sie erholt sich von Mal zu Mal schlechter. Das tut mir so leid. Aber wenn Ihr Vater jetzt da ist, gibt's doch wieder Hoffnung. Es ist schwer genug, mit Anja zusammen die Krankheit durchzustehen. Aber wenn ich alleine bin, ist es noch schlimmer. Ich habe schon oft gedacht, ich kann nicht mehr. Und deine Tante? Alma? Alma ist eine Seele von Mensch. Sie hilft mir, wo sie nur kann. Aber es sind die Nächte, vor denen ich Angst habe. Da häufen sich die Probleme. Kleinigkeiten werden zu Katastrophen und die Albträume hören nicht auf. Mit der Zeit habe ich gelernt, mit der Einsamkeit zu leben. Aber ohne Anja, das würde ich nicht schaffen. Ich weiß nicht wie, aber ich würde euch so gern helfen. Das tust du schon. Einfach indem du zuhörst. Wenn ich traurig bin, dann hilft es mir immer, anderen Leuten einen Wunsch zu erfüllen. Ich möchte mit dir tanzen. Ja, bitte. Hi, Volker. Hallo. Wie geht's dir? Siehst ja, wie es mir geht. Ja, okay, es gibt schönere Hotels hier. Sag mal, kann ich mal das Fenster aufmachen? Meinetwegen. Das Krankenhaus hat angerufen. Die Rückenmarksprobe ist positiv. Du kommst als Spender in Frage. Mhm. Ja, es gibt da noch ein Problem. Was für ein Problem? Ja, jetzt red halt mal. Du, das geht mir alles viel zu schnell. Ja, es muss aber schnell gehen. Pass auf. Mein Agent hat mich gestern Abend angerufen und ja, ich kann in einer Serie eine große Rolle übernehmen. Ich muss sofort nach Köln. Wie, du musst nach Köln? Das geht jetzt aber nicht. Ich kann auch in 2-3 Monaten wieder herkommen. Aber in 2-3 Monaten ist es zu spät. Wir müssen die Operation jetzt machen. Es geht um das Leben deiner Tochter, verdammt nochmal. Ja, aber es geht auch um mein Überleben. Katharina, ich habe 50.000 Euro Schulden. Mir sitzt ein Gläubiger im Nacken, mit dem wirklich nicht zu spaßen ist. Er bedroht mich sogar. Es ist der einzige Job, der in Sicht ist. Was soll ich denn machen? Ich kann doch so eine Riesenchance nicht einfach in den Wind schießen. Wenn ich die Rolle annehme, dann bin ich meine Schulden los. Wenn du die 50.000 Euro kriegst,
Bleibst du dann hier? Also, wenn ich das Geld hätte, dann, ja, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Gut, du kriegst das Geld. Kannst du deine Abreise verschieben? Also gut. Bis Freitag, aber länger kann ich wirklich nicht warten. Das geht einfach nicht so schnell. Man kann ein Haus nicht von heute auf morgen verkaufen. Außerdem gehört es zum größten Teil der Bank. Und mein privates Vermögen ist gleich null, das weißt du ja. Willst du es nicht doch noch einmal bei der Bank versuchen? 50.000 Euro sind doch nicht so viel. Für eine Bank, die mir schon mal 200.000 geliehen hat, schon. Wenn der Zeitdruck bloß nicht so groß wäre. Mama, kannst du nachher noch meine Hausaufgaben durchsehen? Ja, das mache ich. Süße, ich komme gleich. Ich muss noch mal ganz kurz wegfahren, ja? Wo willst du denn hin? Bin gleich zurück. Ich rufe heute noch bei meiner Bank an. Das ist überhaupt kein Problem. Echt, das willst du tun? Ich weiß, wir kennen uns kaum. Aber ich wusste nicht, wen ich sonst hätte fragen können. Mein ganzes Geld steckt in der Praxis. Alma ist auch verschuldet. Es kann zwar sein, dass sie noch einen weiteren Kredit aufnehmen kann, aber... Es ist doch gut, dass er bereit ist, die Transplantation zu machen. Wichtig ist jetzt nur, dass alles getan wird, um deiner Tochter zu helfen. Das Problem ist einfach die Zeit. Es muss schnell gehen. Und wenn ich mich testen lasse? Das geht nicht. Warum nicht? Dauert die Auswertung so lange, oder? Nein, die Resultate kriegen wir nach einer Stunde, aber die Chance, dass ihr die gleichen Werte habt, ist sehr klein. Eigentlich kommen nur die nächsten Verwandten in Frage. Aber es könnte klappen. Vielleicht. Komm, wir fahren sofort in die Klinik. Es war sowieso unwahrscheinlich, dass es klappt. Wir haben es versucht. Danke. Tintin, auf unsere Freundschaft und darauf, dass du der trinkfreudigste Bürgermeister bist, den wir je hatten. Du bist verrückt. La Dottoressa. Sie kommt mittags häufig auf einen kleinen Imbiss. Buongiorno, Pietro. Buongiorno, Agostino. Lassen Sie sich von Ihrem Freund nicht zum Grappa verführen. Und vergessen Sie Ihre Tabletten nicht. Danke nochmal. Da gibt's überhaupt nichts zu danken. Magst du vielleicht noch was trinken? Meine Eltern würden sich bestimmt freuen. Nein, ich muss in die Praxis. Die Patienten warten. Ciao. Meinst du, hat sie was gemerkt? Keine Ahnung. Aber ich möchte wissen, wie Marco sie so schnell kennengelernt hat. Kompliment. Was ist eigentlich mit dir und Eva? Ihr habt einfach nicht zusammengepasst. Liebe auf den ersten Blick habe ich immer für Blödsinn gehalten. Und jetzt weiß ich, dass es sie wahrhaftig gibt.
Mach dich ruhig lustig. Sie ist eine tolle Frau. So toll, dass du ihr gleich nach 2 Tagen 50.000 Euro leihen musst? Es geht nicht um sie. Es geht um ihr krankes Kind. Ciao. 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 Wieder am Zeichnen? Au. Au. Sehr gut, Luisa. Ja. Was hast du jetzt? Ich sehe noch, dass du Schmerzen. Was passiert? Nichts. Ich bin an der Uni gestürzt und mir wahrscheinlich mein Bein verknackt. Komm, ich bring dich zur neuen Dottoressa. Die kann dir bestimmt helfen. Oh, nein, es geht schon. Ich muss auch weiter. Katharina, mein Agent macht mir die Hölle heiß. Er will wissen, ob ich die Rolle nun übernehme oder nicht. Was ist nur? Bekommst du das Geld? Ich kümmere mich drum, aber gib mir noch ein bisschen Zeit. Genau, da liegt das Problem. Du kriegst dein Geld, okay? Katharina, 2 Tage noch. Dann muss ich wirklich nach Köln. Deutschland erkundigt. Das Geld ist unterwegs, aber hier ist noch nichts angekommen. Und was machen wir jetzt? Wir können erstmal gar nichts machen. Das Geld hängt irgendwo fest. Vielleicht bei der italienischen Zentralbank, aber niemand weiß was genaues. Man hat mir nur gesagt, sowas kann vorkommen bei Blitzüberweisungen. Wir müssen einfach warten. Aber Volker reist ab, wenn ich ihm nicht bald das Geld gebe. Wir schaffen das ganz bestimmt. Jetzt mach dir keine Sorgen. Wie geht's denn Anja im Augenblick? Im Moment geht's ihr ganz gut, aber in 8 Tagen muss sie zur Chemotherapie und ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Marc hat gesagt, du bist in Deutschland. Ich habe es mir anders überlegt und bin doch in Italien geblieben. Wie schön. Was ist denn nun mit dir und Marco? Wir hatten vor ein paar Tagen in Siena einen total bescheuerten Streit. Er hat gesagt, ihr habt euch in Freundschaft getrennt. Ach, überhaupt nicht. Ich war so sauer, dass ich gesagt habe, ich fahre zurück nach Deutschland. Und jetzt tut's dir leid? Ja. Deswegen bin ich hier. Ich will das klären. Doña Mico, gib mir noch einen Grappa. Wenn du deinen Grappolino jedes Mal bezahlen würdest, dann ging es meiner Kasse auch viel besser. Jetzt redest du wie ein deutscher Geizkragen. Und du redest wie ein italienischer Schlitzohr. Guten Tag. Ciao. Guten Tag. Das ist ja eine Überraschung. Wo ist denn Marco? Keine Ahnung. Ich glaube, er wollte einen Besuch machen. Marco wird sich freuen, wenn er weiß, dass sie hier ist. Wie läuft denn das Geschäft so? Gut, sehr gut. Und wer hat dafür gesorgt, dass diese Stadt so attraktiv ist für Touristen? Io, Augustino Guerri, der Bürgermeister. Und warum haben wir schon seit 4 Jahren keine Oper mehr auf der Piazza? Warum ist das Theater geschlossen und die Tankstelle pleite? Hm? Ich kann ja heute Abend gerne aushelfen. Oh, das wäre toll. Hm? Was denn hier? Das ist ja eine tolle Begrüßung. Ich dachte, es gibt nichts Fürchterlicheres für dich, als hier zu sein.
Marco, ich habe ein... Unser letztes Gespräch war doch wohl deutlich genug. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Aber nach unserer letzten Trennung habe ich solche Sehnsucht gehabt. Ich musste dich wiedersehen. Es ist einfach zu spät, Eva. Es ist nie zu spät. Außerdem hat mir eure süße kleine Osteria richtig gefehlt. Jedenfalls kannst du hier nicht bleiben. Warum denn nicht? Deine Eltern haben sich gefreut. Und sie brauchen Hilfe. Komm, lass uns woanders reden. Eva, fahr nach Hause. Such dir eine neue Wohnung und vergiss mich. Das kann ich nicht. Das kannst du. Und das musst du auch. Wir zwei haben keine Chance mehr. Warum? Ich habe mich verliebt. Na, du kannst ja deine Gefühle schnell wechseln. Komm, sei ehrlich. Wir zwei, das war lange schon nur noch Gewohnheit. Wer ist sie? Kenn ich sie? Nein, ich denke nicht. Jetzt sag schon. Warum machst du es dir so schwer? Vielleicht, weil es mir hilft, wenn ich weiß, wer sie ist und wie sie aussieht. Es geht doch nicht um Äußerlichkeiten. Es ist doch ganz egal, ob sie kleiner, größer, dicker, dünner, dunkler oder blonder ist als du. Es ist passiert, weil... Weil sie ist, wie sie ist. Bitte. Sie heißt Katharina und ist die neue Dottoressa hier im Ort. Tut dir was weh, Liebes? Wie was denn? Alles. Der Kopf, der Bauch, der Hals. Alles. Ach. Weißt du was? Ich bring dich ins Bett. Komm, Schatz. Da ruhst du dich aus und dann ist alles wieder gut. Komm. Beauty-Produkte. Wo finden wir die? Hier. Milch mit viel Kalzium, gut für die Zähne. Feta enthält Zink, gut für die Haare. Vitamin A, gut für die Haut. Eiweiß, gut für den Muskelaufbau. Wir lieben Lebensmittel. Deshalb finden Sie bei uns die größte Auswahl an leckeren Milchprodukten. Eben typisch Edeka. Es gibt tolle Neuigkeiten. Olas Complete Tagescreme ist Testsieger bei Stiftung Warentest für Feuchtigkeitspflege mit UV-Schutz. Aber wir glauben, unsere Anti-Aging-Pflege ist auch ein Grund zu feiern. Testen Sie Regenerist mit von Zellenergie inspirierter Technologie. Oder probieren Sie Total Effects, die All-in-One-Creme von der weltweiten Nummer 1 Gesichtspflegemarke für Frauen. Olas, Ihr schönstes Ich. Schmerzhafte Entzündungen wie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und Rückenschmerzen? Jetzt hilft Prof. Ibuprofen Gel. Aufgetragen an der schmerzenden Stelle wirkt das Gel gezielt und bekämpft die Ursachen der Schmerzen, die Entzündung. Prof. Ibuprofen Gel. Gezielt gegen schmerzhafte Entzündungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Amigos mit ihrer neuen Studio-CD Sommerträume. Jetzt im Handel. Muskelprobleme? Leben Sie lieber unverkrampft. Mit dem neuen Magnesium plus Kalium Trinkgranulat von Taxofit. Sofort löslich. Für aktive Muskeln und Energie. Schnell bioverfügbar. Natriumarm, Laktose, Gluten und zuckerfrei. Von Taxofit. Für mehr Freude an der eigenen Leistungsfähigkeit. Auch als Calcium D3 Trinkgranulat. Mein Rücken streckt mal wieder. Guten Tag. Ich brauche eine effektive Schmerzsalbe. Eine, die schnell gegen Schmerzen wirkt. Wir wollen weiter. Sie muss lange gut verträglich sein. Ich habe das immer wieder. Am besten, ich nehme Küter. Küter, die gute Wahl gegen Schmerzen. Können wir? Klar, ich habe aber jetzt Küter dabei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzkino im Zweiten. Das Leben ist eine Reise. Was mögen Sie denn besonders an sich? Nichts. Ein Lächeln. Ein einziger Moment. Genieß
Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben. Und wenn man dann noch die richtige Frau für so ein Leben findet? Sonntag, 20.15 Uhr. Könnten wir uns treffen? Ja, es ist dringend. Nein, Katharina ist nicht dabei. Ja, gut. Um 5 in der Bain San Angelo? Prima. Ich danke dir. Na, mein liebes Herz. Bald bist du wieder ganz gesund. Wie denn? Wir haben einen Spender für dich. So plötzlich. Erinnerst du dich an den Mann, der neulich auf uns vor dem Haus gewartet hat, als wir vom Meer zurückkamen? Du hast gesagt, dass ein Freund dir uns helfen will. Ja. Aber er ist nicht nur ein Freund. Er ist dein Vater, Anja. Schön, dass du gekommen bist. Danke. Hallo. Hallo. Tja, Anja, bestell dir schon mal ein Eis. Ich gehe noch ganz kurz zur Bank. Tja, dann setz dich doch. Welche Sorten magst du denn am liebsten? Nuss und Vanille und Schokolade. Für mich einen roten, bitte. Magst du meine Mama nicht mehr? Wie kommst du denn darauf? Tante Alma sagt, du bist mein Papa. Warum wohnst du nicht bei uns? Warum warst du nie mehr bei Mama und mir? Weißt du, ich bin Schauspieler und ich musste immer viel arbeiten. Mal hier, mal dort. Aber meistens nicht zu Hause. Von wo bist du denn jetzt gekommen? Aus Deutschland. Und was hast du da gemacht? Da habe ich in einem Winnetou-Stück einen Indianer gespielt. Echt? Musstest du auch reiten? Ja, klar. Erzähl mal, wie hieß denn dein Pferd? Das hieß Wirbelwind. Au, oh, toll. Bist du schon oft runtergefallen? Ja, mindestens 10 Mal. Ja, da kommt dein Eis. Das Eis? Der Rotwein? Magst du meine Mama oder magst du sie nicht? Das hast du mir noch nicht gesagt. Ja, sicher mag ich deine Mama. Aber nicht mehr so wie früher. Und magst du mich? Klar mag ich dich. Sehr sogar. Wir müssen uns nur noch viel besser kennenlernen. Wie soll das denn gehen, wenn du immer weg bist? Ich komme einfach bald wieder her. Sieh mal, jetzt weiß ich schon mal, welches dein Lieblingseis ist. Dann soll ich dir was sagen? Schokolade mag ich auch am liebsten. Ich mag dich jetzt schon ganz doll, weil du hergekommst, um mir das Leben zu retten. Es ist bloß ein kleiner Pieks, hat Tante Alma gesagt. Auch für dich. Aber hinterher bin ich wieder ganz gesund. Für immer. Ich will Ärztin werden, so wie Mama. Und dann hole ich den Leuten den Blinddarm raus, wenn sie Bauchschmerzen haben. Na? Habt ihr euch gut unterhalten? Die Bank war leider zu. Das ist schon gut. Wie schon gut?
Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich. Ruf bitte Katharina an, dann sag ihr, sie soll einen Termin im Krankenhaus vereinbaren. Nichts lieber als das. Wir wollen doch diese dumme Krankheit endlich zum Teufel jagen, was? Ja. Was soll ich denn machen? Wie kann ich ihn denn davon abhalten, dass er abreist? Dabei ging es ihr so gut heute wie schon lange nicht mehr. Sie war so glücklich. Ah, ich habe euch gar nicht gehört. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine wunderbare Nachricht für dich, Liebes. Volker bittet dich, einen OP-Termin im Krankenhaus zu vereinbaren. Was? Wie kommt das denn? Ich habe ihn heute Nachmittag zusammen mit Anja in der Stadt getroffen. Und? Ja, sie haben miteinander geredet. Von Tochter zu Vater. Was? Ja, ich habe es ihr gesagt, Katharina. Ich habe ihr gesagt, dass Volker ihr Vater ist. Und das Geld, was ist mit dem Geld? Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Begreifst du nicht? Er reist nicht ab. Er wird sich operieren lassen. Alles andere ist doch völlig egal. Ich glaube, es wäre wichtig, dass Anja so schnell wie möglich in die Klinik kommt, damit sie für die Übertragung vorbereitet werden kann. Ich hätte mit ihr reden sollen. Ich hätte es ihr sagen sollen. Ich bin doch ihre Mutter. Bitte, jetzt fang bloß nicht an, dir Vorwürfe zu machen. Alles, was du getan hast, wie du es getan hast, war richtig. Die Situation hat sich einfach sehr schnell verändert. Du weißt als Ärztin vielleicht viel zu viel über Anjas Krankheit, weißt, wie sie enden kann. Und es ist bestimmt nicht leicht, das mit deinen Gefühlen als Mutter zu vereinbaren. Aber es war richtig, dass Alma diesen Schritt gemacht hat. Ja. Ich muss zu ihr, ich komme gleich wieder. Danke, Alma. Dass ich das erste Mal seit langem wieder das Gefühl habe, dass Hoffnung da ist. Nein, das stimmt so nicht. Seit du da bist, ist sowieso alles anders. Ich möchte bei dir bleiben. Was hast du? Entschuldige. Ich kann gerade nur an die Operation denken. Wir schaffen das, Katharina. Ich liebe dich. Bleibst du noch?
was fragen. Ja, was denn? Hat Mama einen neuen Papa mitgebracht? Ich hoffe, Anja hat sich nicht so sehr erschreckt. Ich glaube, sie wird dich mögen. Ich mache jetzt den Termin für die OP. Anschauen. Und das tut aber alles gar nicht weh. Ja, meine Kleine? Und dann kommt der Arzt und piekst dich in den Arm. Dann kriegst du einen Schlauch rein. Und dann ist es aber eigentlich schon vorbei. Ja? Und einmal so. Papa. Er wird gerade operiert. Kann er sterben? Nein, mein Engel, du musst keine Angst haben. Ich bin hier, ja? Ich warte auf dich. Ich hab dich lieb. Schau mal, ich war einkaufen. Ich hoffe, du hast was Schönes gefunden. Markus, so kann es doch nicht weitergehen. Du schneidest mich ja, wo du kannst. Können wir nicht wenigstens noch mal miteinander reden? Ich denke, es ist alles gesagt. Bitte fahr ab. Tut mir leid. Der Wagen ist noch nicht fertig. Außerdem brauchen mich deine Eltern in der Osteria. Wie geht's Anja? Den Umständen entsprechend gut. Sie ist noch ein bisschen schwach, aber ihr Immunsystem stabilisiert sich schnell. Und was machst du jetzt? Gute Frage. Ich werde wohl so schnell wie möglich nach Köln fahren. Vielleicht kriege ich die Rolle ja doch noch. Ich habe wirklich keine Ahnung. Danke nochmal. Katharina, ich... Viel Glück. Dir auch. Guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Ich bin schwanger. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe den Test 3-mal gemacht. Schön. In welchem Monat sind Sie? Anfang 3. Monat. Eigentlich ist ja auch alles in Ordnung. Wir freuen uns wirklich sehr auf das Kind. Es ist ein Wunschkind. Aber es geht mir nicht gut. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches und legt sich meistens wieder nach dem 4. Monat. Ja, schon, aber wir haben uns so auf den Urlaub bei seinen Eltern gefreut. Und ich hätte auch so gerne in der Osteria ein bisschen ausgeholfen, aber ich liege den ganzen Tag nur im Bett und bin müde und schlapp. Marco ist schon ganz frustriert. Verstehen Sie das? Ja, das verstehe ich. Marco wollte ja auch eigentlich gar nicht, dass ich zum Arzt gehe. Er hat gemeint, am Anfang der Schwangerschaft sei das ganz normal.
Aber ich habe so viel Gutes von Ihnen gehört, dass ich mir gedacht habe, vielleicht können Sie mir ja doch wieder auf die Beine helfen. So, 10 Euro basta, ne? Ciao. Cinque euro, eh? Ciao. Grazie. E Luisa, mamma! Luisa! Luisa, ma sasta! Ma sasta, ma si c'è? Un momento. Alles in Ordnung. Ach, da bin ich ja beruhigt. Sie haben gar keine Ahnung, was alles demnächst auf mich zukommt. Das Examen an der Uni, dann wollen wir uns noch eine neue Wohnung suchen. Die jetzige ist natürlich zu klein für drei. Und außerdem wollten wir auch noch heiraten vor der Geburt. Also ich würde ganz gerne vorher, aber Marco will eigentlich nachher. Naja, wir kriegen das schon. Sie können sich jetzt hinlegen. Ich werde einen Ultraschall machen. Um zu sehen, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist oder ob Ihre Beschwerden einen anderen Ursprung haben. Bitte, Teresa, kommen Sie schnell. Die Tochter des Bürgermeisters, Luisa, ist auf dem Marktplatz zusammengebrochen. Wir machen den Ultraschall morgen. Wir haben einen Notfall. Teresa, schnell! Meine Tochter, Luisa. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, Dr. Ress. Mein Bein! Sie hat Fieber. Wie lange schon? Ich weiß es nicht. Wir legen Sie ins Auto. Wir müssen ins Krankenhaus. Ganz. Reagiert nicht mehr. Dottoressa, was sollen wir tun? So schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren. Sind Sie wahnsinnig? Nein, bin ich nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Krankenhaus. Deine Wunde am Bein hat sich entzündet, aber keine Angst, wir kriegen das wieder hin. Alles wird gut. Bald bist du wieder zu Hause. Grazie. Grazie mille, Dottoressa. Nicht zu danken. So, jetzt gehen Sie nach Hause und trinken einen Grappa. Aber als Medizin, ja? Ist langweilig. Nicht mehr lange und du kannst nach Hause. Gehen wir dann zum Fest mit den Fahnen? Das wünsche ich mir so. Wenn du schnell wieder gesund wirst, könnte das klappen. Hier. Papa hat mir Tschüss gesagt. Wie, ist er schon weg aus dem Krankenhaus? Aber er hat versprochen, mich irgendwann wieder zu besuchen und mir das Reiten beizubringen. Wow. Eigentlich ein ganz lieber Papa, ne? Katharina, ich habe versucht, dich zu erreichen. Hier, Frau Anja, wie geht's dir denn? Es geht dir ganz gut, aber ich wüsste nicht, was dich das noch angeht. Was ist denn los? Sag mal, ich weiß nicht, was du hier für ein Spiel spielst. Ich kann dir nur sagen, ich spiele nicht mehr mit. Und ich bitte dich, mich nicht mehr anzurufen. Katharina! Warum kümmerst du dich eigentlich nicht um deine schwangere Freundin? Wie bitte? Du hast eine Freundin, ihr macht hier Urlaub, ihr wollt heiraten, sie ist schwanger. Und du fragst mich, was los ist. Pietro,
Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich Trottel denke, meine Tochter sitzt an der Universität mit den Büchern. Na, na, mein eigenes Fleisch und Blut schippert mit einem hergelaufenen Ingo vergnügt übers Mittelmeer. Beruhige dich, er ist sicher sehr, sehr nett. Pietro, wieso hat er sie nicht ins Krankenhaus gebracht? Und Stronzo, mit einer Wunde. Es war ein Unfall, da kannst du niemandem die Schuld geben. Ach was? Dieser Tedesco ist schuld. Und wenn ich ihn erwische, ziehe ich ihm beide Ohren über den Kopf und werde dafür sorgen, dass er meine Tochter nie mehr sieht. Ciao. Solche Sorgen gemacht. Wenn ich nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wäre, dann... Bist du Ingo? Ja. Und Sie sind Luisas Vater? Senor, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte Luisa ins Krankenhaus bringen müssen. Es ist alles meine Schuld. Bitte entschuldigen Sie, Senor Guerri. Ich weiß nicht, wie ich das hier wieder gut machen kann. Liebst du meine Tochter? Ja. Vieni qui, Ingo. Vieni qua, guarda. Figliolo mio, vieni. Simpatico, è bello, no? Anche tu, Luisa, vieni, sono contento, no? Ich werde Großmutter. Ist es nicht wunderbar? Komm mir aber nicht auf die Idee, mich als Babysitter anzustellen. Katharina? Ich bin ja so glücklich. Katharina, ich muss mit dir reden. Ich habe keine Zeit. Nur 5 Minuten, bitte. Ich muss noch einkaufen, die Geschäfte schließen bald. Mit Eva war es schon vorbei, bevor ich hierher kam. Ihr lebt zusammen, Eva ist schwanger, ihr macht zusammen Urlaub. Das sieht mir eher nach einem kleinen Streit aus als nach einer Trennung. Ich habe mich von Eva getrennt. Sie wollte nach Deutschland. Ich hatte keine Ahnung, dass sie zurückkommt. Katharina, ich bin frei. Ich habe mich in dich verliebt. Warum glaubst du mir nicht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass wegen mir ein Kind ohne Vater aufwächst. Prosciutto Toscano, per favore, due. Ich weiß, wie es ist, von einem Mann verlassen zu werden, wenn man schwanger ist. Es ist schlimm, das Kind allein auf die Welt zu bringen. Und es ist schlimm, es alleine aufzuziehen. Geh zu Eva und deinem ungeborenen Kind zurück. Kümmere dich um sie, das ist deine verdammte Pflicht. E un netto di pecorino. Si. Ich wusste nicht, dass Eva schwanger ist. Natürlich werde ich für das Kind da sein. Katharina, diese Beziehung gibt es nicht mehr, also kannst du sie auch nicht zerstören. Bei Eva klang das anders. Jetzt warte doch mal. Es mag ja sein, dass sie mich noch liebt, aber ich liebe sie nicht mehr. Katharina, ich liebe dich. Und ich will mit dir leben und nicht mit Eva. Ich will mit dir zusammen sein und nicht mit Eva. Ciao. Ich weiß auch nicht, was ich dir raten soll. Sie lebt als Ärztin hier in Italien, du als Architekt in Deutschland. Das ist nicht einfach. Wie oft wollt ihr euch sehen? 3 Wochen im Jahr? Du redest wie meine Mutter. Ja, vielleicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du komplett deinen Verstand ausgeschaltet hast. Was ist denn mit dem Baby? Das kannst du nicht wegdiskutieren. Schau, Liebes, das Ganze würde doch auf eine Ferienbeziehung hinauslaufen. Willst du das? Anja braucht einen Vater. Einen Vater, der ständig für sie da ist und nicht nur für 3 Wochen. Ja, du hast ja recht. Ich würde die Finger lassen von einem Mann, der in der ersten Woche ein solches Beziehungsdurcheinander verursacht hat.
Ich möchte gar nicht wissen, was da in Zukunft kommt. Du hast nichts verstanden. Du hast gar nichts verstanden. Kann sein. Aber ich weiß, es ist leichter, als eine Frau zu vergessen, die man seit 3 Tagen kennt, als eine Frau, mit der man seit 3 Jahren zusammenlebt und mit der man ein Kind hat. Okay. Aber mein Problem ist, ich liebe Katharina. Und Eva liebe ich nicht mehr. Verdammt, was soll ich denn machen? Ich liebe sie. Das ist ja alles richtig und vernünftig, was du sagst. Es gibt da nur ein Problem. Und das wäre? Ich liebe ihn. Marco, ja? Könntest du kurz mal zum Weingut fahren? Wir bräuchten noch 2 Kisten Vernaccia und 5 Kisten Brunello. Klar, kann ich machen. Gut. Ich würde gerne mitfahren. Meinst du nicht, das ist zu anstrengend für dich? Das geht schon. Wir haben noch gar nicht gefeiert, dass wir bald zu dritt sein werden. Ich habe es ja auch auf eine recht merkwürdige Art erfahren. Findest du nicht? Ja, ich gebe ja zu, das war ein bisschen ungeschickt von mir. Aber ich wollte den richtigen Moment abwarten. Marco, lass uns doch noch mal von vorne anfangen. Deine Eltern sind schon ganz verrückt vor Freude. Sie würden am liebsten hier in der Toskana die Hochzeit feiern. Unsere was? Na, unsere Hochzeit. Findest du nicht, wir sollten vor der Geburt heiraten? Vielleicht im Herbst, nach meinem Examen. Nein. Ich will dich nicht heiraten und ich werde dich auch nicht heiraten. 2 Dinge, Marco. Ich liebe dich wirklich. Und ich verzeih dir den Seitensprung. Das war kein Seitensprung, Eva. Das ist Liebe. Hey. Hallo. Schön, dass du nochmal vorbeikommst. Magst du ein Glas Wein? Eigentlich wollte ich mich nur verabschieden, aber ja, gern. Und Anja, geht's wirklich besser? Wie schätzt du das ein? Du bist doch Ärztin. Wann wird sie denn entlassen? Ich denke, so in einer Woche. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Es geht dir gut. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass sie über den Berg ist. Das ist gut. Im Krankenhaus, da sind mir so ein paar Dinge durch den Kopf gegangen. Ich könnte hier bleiben. Ich könnte versuchen zu schreiben. Autoren werden immer gebraucht. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Aber ich wäre bei Anja. Und vielleicht auch bei dir. Wir wissen beide, dass das nicht gut gehen würde. Vermutlich hast du recht. Aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Ich habe für Anja was besorgt. Vielleicht freut sie sich ja darüber. Ich habe ihr doch versprochen, wiederzukommen und ihr das Reiten beizubringen. Willst du es ihr nicht selber geben? Nein, nein. Ein Abschied ist genug. Ist doch schon schwer genug. Drück sie von mir und sag ihr, ich halte mein Versprechen. Okay. Danke für alles. Und alles Gute für den Job. Hey John, ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Was ist passiert? Nichts ist passiert, gar nichts. Hat sich nichts geändert und darum hau ich ab. Ich halte das nicht mehr aus. Oder? Ich habe versucht, ihr alles zu erklären, aber sie glaubt mir nicht. Ich komme einfach nicht mehr an sie ran. Wenn ich sie anrufe, legt sie auf, lässt mich stehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist mit Eva?
Nichts. Gut, wir streiten uns nicht mehr, aber das ist auch alles. Sie ist wahnsinnig nett zu mir und geht mir damit auf die Nerven. Hör auf, Katharina hinterher zu laufen. Hör auf, an sie zu denken. Kümmere dich um was anderes. Das kann ich nicht. Nicht hier. Ich fahre zurück nach Deutschland. Wahrscheinlich schon morgen. Das kannst du mir nicht antun. Warum? Ich hab doch meine Vernissage. Ich brauch dich. Du bist der Einzige, der hier ein Bild von mir gekauft hat. Gut, so lange bleibe ich noch. Dir zuliebe. Aber morgen bin ich weg. Marco, es gibt noch andere Frauen auf dieser Welt. Glaub's mir. Eine Spritze geben, dann geht's ihm gleich besser. Kannst du das mal helfen? Geht's Ihnen jetzt besser? Okay. Ich werde Ihnen jetzt einen kleinen Schnitt machen. Danach werden Sie besser atmen können. Können Sie Ihren Kopf halten, bitte? Haben Sie Ihren Kugelschreiber? Kollegin, war das Ihr erster Luftröhrenschnitt? Ziemlich perfekt ausgeführt. Kompliment. Die Patientin wird es schon schaffen. Sie ist schwanger. Das müssen die wissen im Notfall. Was ist los? Geht's ihr nicht gut? Stört sie das? Schreiben Sie. Auf andere Weise kann sie nicht kommunizieren. Nicht schwanger? Heißt das, Sie sind nicht schwanger? Wegen Marco.
muss euch unbedingt bekannt machen. Das sind die bekanntesten, maßgebendsten Architekten hier in der Region von Siena. Die musst du. Haben Sie eine Einladung? Nein. Dann tut es mir leid, bitte. Aber ich muss auf die Vernissage zu einem Freund. Tut mir leid. Bitte gehen Sie. Hallo Ingo. Hallo Dr. Teresa. Was machst du denn hier? Wir geben heute ein kleines Konzert. So eine halbe Stunde geht's los. Aha. Bleiben Sie doch hier. Es wird bestimmt gut. Ja, das würde ich gern. Aber vorher habe ich noch eine kleine Bitte. Was schlagen Sie vor?